So, da probiere ich gleich was anderes. Er will, der hat auch schon Teller vorbereitet, der will ganz romantisch essen. Das kann er auch gleich, mal gucken. Es sei denn, wir laufen gleich mit Bramble los oder irgendwas. Die Göbelblüte haben wir ja. Danke, Graham. Mit Göbelblüten zu backen ist recht heikel. Wenn die Samen meine Haut berühren, liege ich wieder tagelang flach. Wäre ich etwas gesünder, hätte ich mehr Vertrauen in den Plan. Hallo. Wie fühlt ihr euch? Ich dachte, es wäre um mich geschehen. Aber ihr wart für mich da. Den Sternen sei Dank. Da. Wiedersehen. Nacht. Nacht. Okay, jetzt muss ich so gucken. Die haben drei Herzen. Die Schmieden, der geht's ja erstmal gut. Habe ich irgendwas, was sie nicht haben? Ich habe ja die Zange, die Schmuggelware. Ich gehe mal schlafen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Dem Schmied geht's ja einigermaßen gut. Sonst weiß ich auch gerade nicht, was ich sonst noch machen kann. So, diesmal mache ich es so. Okay, und jetzt packe ich den Bolzenschneider da rein. Ich sag mal Seitenschneider. Den Helgeschneider packe ich da rein. Und dann so hier. Was soll's? Geh mal schlafen. Vielleicht reicht es ja. So, wir haben nichts dabei, was wir nicht haben dürfen. So. Ja, kennen wir auch schon. So, jetzt haben wir wieder Fleisch dabei. Den Bolzenschneider lasse ich erstmal unten, weil ich weiß nicht genau, ob das jetzt alles schon so reicht. Irgendwie habe ich das Gefühl... Ah, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich bin nicht auf der falschen Fährte. Kommt mir gerade gar nicht so vor, als hätte ich das Kapitel überhaupt schon durchgespielt, weil wir hier noch so viel machen können. Oder sollen. Oder wollen. Oder wie auch immer. So, dann nochmal ganz kurz hier hinein. Sie liegt jetzt wieder flach. Das wird aber dauern. Ich möchte mich hin. Okay, wie viel? Wie sieht's jetzt aus? Wiedersehen. Achso. Brei, brei. Ja. Okay, wie sieht's denn jetzt aus? 4 Sterne. Göbelblüte, reicht das? Danke, Graham. Mit Göbelblüten zu backen ist recht heikel. Wenn die Samen meine Haut berühren, liege ich wieder tagelang flach. Ja, wissen wir doch. Wäre ich etwas gesünder. Oh, fuck. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich komme mir gerade vor, als würde ich alles verbauen. Aber wir haben ja... Also Amalia müsste ja noch fit sein. Also einigermaßen. Jetzt nicht so mega fit. Scheiße. Was soll's? Mehr als probieren können wir sowieso nicht. Und notfalls haben wir den Bolzenschneider, wir können sofort jemanden befreien, so ist es nicht. Achso, überspringen. So, und jetzt gehen wir gleich wieder hoch. So. Ach, seufz. 50 Jahre hin und her laufen. Ich habe das Gefühl, man kann die Hälfte des Kapitels verpassen. Und man kann natürlich auch einfach niemanden retten. Ich weiß aber nicht, wie sie das später auswirkt. Ob das in anderen Kapiteln noch irgendeine Auswirkung hat, wenn man einfach niemanden rettet und sagt, egal, ich fresse alles die ganze Zeit selber und da komme ich schon irgendwie durch. Wenn die anderen alle weg sind, ist ja egal. So, die sitzen jetzt hier, guck mal. Und dann gebe ich dir nochmal... So, da haben sie 5. Komm, das ja, muss aber... ich höre immer noch zu. Huch, nein. Ja. Hier. Ich glaube, einmal können wir es noch machen, aber dann... Hä? Hä? Ich kann ja nicht mit denen reden? Willst du mich verarschen? Jetzt geht's wieder. Okay. Hä? Eins für mich und eins fürs Baby. Hä? Wunschlos glücklich. Wieso? Was war das denn jetzt gerade? Wir haben die doch gerade zuerst gefüttert und dann plötzlich... Hä? Ist bugfrei. Okay, guck mal, die kochen wieder. Vielleicht geht's... Ja, das ist perfekt. Ja. Diese Kobolde stellen unsere Welt auf den Kopf. Und wir machen das Gleiche mit ihren Mägen.
Wirst du so freundlich, bitte? Wendy, was ist in dich gefahren? Hey, ja, kleine Kobolde, unser zweites Blech schmeckt euch vielleicht noch besser. Es sind ganz besondere Zutaten für euch drin. Was? Ihr wagt es, mein Gebäck auszuspucken? Nehmt das! Und das! Okay. Ja. Schönen Tag. Wendy, habt ihr schlecht gebacken? Der Weg nach draußen ist jetzt sicher, wenn wir nur aus dieser Zelle raus könnten. Ja. Huch. Bramble, Süßkartoffel. Alles wird gut. Ich hole uns hier raus. Oh, Zuckerherz, klar wirst du das. Du hast noch jedes Problem gemeistert. Ich hoffe, ihr geht's noch einigermaßen gut. Hierfür haben wir jetzt gar nichts mehr, ne? Zuckerkuss vergiftet. Den sollte ich ihr vielleicht nicht geben. Aber vielleicht können wir den Kobold hier noch an den Kopf werfen. Einer ist ja noch übrig und der hat so leckere Teller dabei. So, ihr geht's jetzt inzwischen nicht mehr so gut, klar. So, guck mal hier. Köstlich. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Wie fühlt ihr euch? Fantastisch! Ich sehe ja bestimmt nicht müde, verhungert und schwach aus. Denn das würdet ihr ja nie zulassen. Boah, schiebt ihr einfach alles auf uns, die Sau. Wiedersehen. Wir sollten besser auf meinen Instinkt hören. Alter, du Drecksau, du kannst auch da drin verrecken. Mir ist egal. So, ich gehe jetzt. So, reißen wir uns hier den Arsch auf, weißt du? So viel Undankbarkeit. Wie wir die Seite da oben kriegen, weiß ich immer noch nicht. Wir können uns jetzt mit dem Bolzenschneider aussuchen, wen wir befreien. Ob das was ändert, weiß ich nicht, aber... Ja, doof eigentlich, dass wir nicht alle Türen öffnen können. Das ist ein bisschen doof. Hätten wir den Kobold oben vergiften können und dann hätte der den Alarm nicht... Kann er den Alarm nicht auslösen oder liegt das gar nicht an dem? Ich weiß es nicht. Bin jetzt noch am Überlegen, ob und was wir vielleicht noch anders machen können. Wir haben jetzt alle quasi... Eigentlich haben wir alle befreit. Achso. Hier. Hä? Nein, hier. Mann. Wir haben jetzt hier eigentlich alle befreit. Soll es das wirklich schon gewesen sein? Können wir nicht alle freilassen, weil sobald wir irgendwie ein Schloss zerschneiden, geht es ja sofort weiter. Aber es sind ja nicht wirklich alle frei. Also weißt du, was ich meine? Auf dem Endbild kann man wohl nur einen befreien. So gesehen haben wir eigentlich alle gerettet, aber eine Sache bleibt noch. Ein Mysterium haben wir noch und ich weiß nicht genau... Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie wir das lösen sollen. Vielleicht ist uns da immer noch irgendwas entgangen. Alter, es ist einfach so, boah. Man kann einfach so viel machen und so viel Verschiedenes und lalala. Und ich würde gerne wissen, wie ich an den Pilz komme, an das Blatt beim Pilz. Das fehlt uns noch. Das ist das Einzige, was uns da wirklich noch fehlt. Und eine Sache fehlt uns auch noch, tatsächlich. Ich versuche das gerade mal im Seitenschneider, wird das nichts. Aber vielleicht mit den Chopsticks können wir uns da vielleicht hocharbeiten. Ich weiß es einfach nicht. Oder man müsste vielleicht den, man hätte den Stuhl behalten sollen, eventuell... Dann wäre man dann da hochgekommen oder so. Ich weiß es nicht. Hier, da hinten, die Spalte. Was ist damit? Ich würde es gerne wissen. Da können wir auch nichts machen. Wir können dann nur den hier machen.
Was ist damit? Wieso ist die da? Wozu können wir da klicken? Warum? Ah, da können wir wieder raus wahrscheinlich. Ja. Wir können mit der Spalte nichts machen, wir können da nichts benutzen, wir können da nur reinzwängen und irgendwie uns da durch... Nee. Ah, wir kommen nicht nach oben. Vielleicht müssen wir am anderen Rohr irgendwas machen. Dann kann man zwischen den Rohren wechseln, irgendwie sowas. Dann hätte man eine super Abkürzung, aber ganz ehrlich, das ist eigentlich im Grunde genommen auch Wurst. Kann man eigentlich da nach unten klettern? Nee, ne? Hier geht gar nichts. Nein, wollte nur mal gucken, ob man nach unten klettern kann. Vielleicht hat man da auch noch ein Gebiet gehabt und irgendwas gefunden. Vielleicht so ein Müllpflücker vom Schulhof, mit dem man dann... Naja, vom Pilz, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich hätte man eine Säge gebraucht oder irgendwas. Die wir aber so nicht kriegen. So, Bolzenschneider haben wir dabei. Ich gehe noch einmal schlafen. Ich habe nämlich was vor. Ich lasse Amalia raus, aber ich will der vorher noch was zu essen geben, damit die nicht so schwach ist auf den Beinen. Deswegen packe ich den Bolzenschneider eben nochmal ganz kurz in die Kiste. Lalalala. So, hier. Einmal hindurch. So. Hier. Kiste Rinder. So, und dann... Na. Gleich einmal schlafen. Ja. Amaya ging es nicht gut. Wissen wir. So, ich probiere nochmal ganz kurz, wenn wir schon mal hier sind. Wie gesagt, wir müssen uns ja momentan nicht beeilen. Wir haben es ja nicht eilig, wir haben es ja eh schon durchgespielt. Können wir hier irgendwas machen? Da hinten? Weil hier sind wir über dem Brei. Aber ich kann hier rein gar nichts tun. Ich komme nur hier drüben an, wo wir auch nichts mehr machen können, ne? Hier ist alles... Okay. Feuer wäre noch schön, aber egal. Ich dachte, vielleicht komme ich da hinten durch irgendeine Felsspalte oder hier vor... Hallo? Oder hier vorne vielleicht? Nee, ne? Ne, egal. Na gut, war ein Versuch wert. Gehen wir wieder zurück. Komisch. Ich hätte gedacht, dass man hier vielleicht irgendwie... Aber ich kann hier nicht mal irgendwas auswählen. Wir können hier nur durchkrabbeln. So, frag mich trotzdem, wie man da nach hinten kommt. So, den alten Schneider. Ich kann es ja inzwischen gar nicht mehr sehen. Hier einfach mal nehmen. La, la, la. Ciao. Ja, ja, Schnauze. Jetzt machen wir, jetzt laufen wir wieder zum 10. Mal lang. Also wie gesagt, das fand ich ein bisschen schade an Kapitel 2, dass ungefähr 80% des gesamten Happenings hier einfach nur in diesen Räumlichkeiten stattfinden. Ich mag das Rätsel, aber ich hätte mir mehr gewünscht. Also mehr Abwechslung, muss ich zugeben. So, bin ich jetzt ein schlechter Mensch deswegen? Ja, bin ich. Aber ist auch egal, war ich vorher auch schon. So, nee, aber ganz ehrlich, da hätte ich mir doch, naja. Ich mag das Knifflige hier tatsächlich, das mag ich ganz gerne. So, guck mal, einer hier. Oh, viel, viel besser. Okay, aufstehen und ans Werk. Gut. Dann, wollen wir mal. Was soll's? Der Alarm! Wir müssen los! Was ist mit den anderen Gefangenen? Je schneller wir hier weg sind, desto schneller können wir alle retten. Und jetzt los, Hübscher! Das kennen wir ja schon. Und auch das kennen wir. Ich war auf dem Weg zu einer Audienz beim Koboldkönig. Wenn ich an seinen Schlüssel kam, konnte ich vielleicht die anderen befreien. Das ist richtig. Aus welchem Grund wähltest du eigentlich Amaya?
Machst du Witze? Wer hätte nicht gern die tapferste Person von Daventry an seiner Seite? Aber die Hobblepots hätten einen Trank brauen können, um die Geröllköpfe zu besiegen. Okay, der kritisiert also einfach nur. Vorher hat er gesagt, mit Amaya hätten wir es schaffen können. Der Drecksack. Okay, das kennen wir schon. Da, unser Weg nach draußen. Das mache ich nicht. Die tapferste Person. Aha. Ich gehe vor. Zurück. So viel dazu. Okay. Ich war nicht sicher, ob ich es schaffen würde. Aber sie musste mir vertrauen. Das ist richtig, deswegen... Ja, wir sind rechts rum, ne? Links war, glaube ich, ein Riss direkt drin. Hopsa, hopsa, hopsa. Achso, noch ein. Los. Los. Okay. Nach vorn. Nach vorn wäre schön. Rechts. Rechts. Vorwärts. Links. Ich find's gut, wie gut die alle ihr Gleichgewicht halten können. Links. Vorwärts. Also ganz ehrlich, ich werde hoffnungslos verloren. Der links ist, glaube ich, wieder angesägt, wenn ich das richtig sehe, oder? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Ich bin ja vorher... Ah, scheiße. Aber links sehen die alle angesägt aus. Ich... Ja, was soll's. Rechts. Rechts. Vorwärts. Und der vorne sieht auch angesägt aus. Oh, links. Oh. Ahu. Links. Vorwärts. So, das haben wir wieder geschafft. Oh nein, das war ja hier. Der rechts ist angesägt, also von grün auf braun. So habe ich das gemacht, glaube ich, letztes Mal. Der andere ist auch angesägt, deswegen... So, nach links. Links. Da, nach rechts. Rechts. Dann nach rechts. Dann nach links. 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 Rechts. So, diesmal haben wir's. Danke, König Graham. Sehr gerne. Tapferste Person des Landes. So, da ist jetzt der böse Drachen. Ah, unheimlich. So. Oh, jetzt habe ich die Szene verpasst, wie er sie einsteckt. Aber das ist jetzt auch nicht so wild. Okay, der Drache. Nicht mehr so und... Boah, jetzt muss ich gerade niesen. Entschuldigung. Nicht mehr so unheimlich jetzt der Drache. Na, wo ist denn der kleine süße Mops? Da ist der süße Mops. Hier sieht man ihn gar nicht. Ach doch, da, der ist so klein. Sieht man nicht. Der ist so klein, süße. So schnuffig. Albträume haben viele Formen. Wenn man erst einmal weiß, was einem Angst macht, kann man sich dem stellen. Und das ist absolut wahr. Ich hatte keine Angst vor Drachen. Ich litt noch immer unter Achakas Tod. Jetzt hing das Wohl eines ganzen Königreichs von mir ab. Das war die wahre Bestie, die ich bezwingen musste. Aber wer ist denn der Bärtige da hinten? Ist das? Nee. Nee, Alexander kann das nicht sein, oder? Das glaube ich nicht, dass das Alexander ist.
Weil den hat Menenen ja damals aufgezogen eigentlich. Also auch von Kindesbeinen an, soweit ich weiß. Und dann quasi zu seinem Sklaven gemacht, oder? Ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig dran. Das war schon irgendwann in den 80ern oder so, keine Ahnung. So, die Brücke ist jetzt da. Hab wieder ein bisschen abgekürzt, Entschuldigung. Ich brauchte seine Krone nicht, um ein König zu sein. Mein alter Hut reichte völlig und Daventry war bereit für ein neues Abenteuer. Auch das kennen wir bereits. Mist, kann ich nicht überspringen. Der Babytausch. Kennen wir schon. Ich überspringe das mal gerade. Ich mache das nur, damit wir es gemacht haben. Ich frage mich, warum diese Geschichte hier liegt. Ob das wirklich so war, dass der Manny oder wer auch immer die Menschen in die Höhlen geführt hat hier. Der Thron ist nun leer. Und im Brunnen klimpert es nicht mehr. Manny wusste genau, wie man die Horde in Aufruhr versetzt. Er wählte jedes Wort mit Bedacht und wusste um die Reaktion der Kobolde auf seine Geschichte. Es war brillant. Sie erledigten die Drecksarbeit und er hat entspannt zugesehen. Ich dachte, ich hätte ihn im Scharfsinnsduell besiegt, aber die Spielchen fingen gerade erst an. Vor allem fällt das ja auch gar nicht auf. Dass man dann so ein Koboldbaby groß sieht, fällt ja gar nicht auf. So, dann gehen wir da mal durch. Da... Aber das kann doch... Kann das Alexander sein? Ich weiß nicht. Albträume jemals wahr? Natürlich. Aber echte Monster sind leichter zu bekämpfen als imaginäre. Und auch das stimmt sehr. Hätte ich mehr drauf hören müssen. Kobolde versauen alles. Und guck mal, da drin ist überall Brei. Das heißt, alle Leute, die quasi aus den Zellen geschliffen werden, wie das Einhorn, die landen dann schließlich hier in dieser Sammelzelle und kriegen da wieder Essen und überleben so. Dann haben wir sie nicht gerettet, sondern die Kobolde! So, das kennen wir schon. Oh. Da lebte ein starker, abenteuerlustiger, kleiner Kobold. Wirkt bei ihr authentischer. Schon in jungen Jahren war der Koboldjunge im ganzen Land für seine Abenteuer bekannt. Zum Beispiel hat er... Vor allem weiß ich gar nicht, woher weiß er denn, was der Hebel hier macht. Verstehe ich gar nicht. Einen spöttischen Greif reingelegt. Seine Abenteuer waren so legendär, dass die Kobolde ihn zum König machten. Aber der Kobold-Abenteurer war nicht in seinem Element und überfordert von den Aufgaben, die ein Königreich mit sich brachte. Seine Freunde boten ihre Güte. Doch es half nicht. Er fürchtete, dem vorigen König niemals gerecht zu werden. Es wurde so schlimm, dass er schließlich aufgab. Doch, als er seine Sachen packte, um wegzulaufen, fand der Koboldjunge... Er fand... seinen alten Abenteurerhut. Thank you.
Und dem Kobold wurde klar, dass er nicht ein Vermächtnis fortführen, sondern sein eigenes schreiben musste. Eines voll von... Mitgefühl. Und den besten Freunden, die es jemals gab. Knabberzahn der Dritte. Das muss ich Opa erzählen. Ich sagte ja, er rettet uns. Nein, ich sagte, er rettet uns. Ich glaube, das war ich. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Und statt neue Feinde haben wir neue Freunde gefunden, neue Verbündete. Guck mal, da die ganzen Glasschuhe. Sehe ich jetzt erst. Okay, Herr von Schling, arrivé schmerzi. Und das war's, Schlitten. Einige Details haben sich mit der Zeit verändert. Und ich habe ein paar peinliche Passagen ausgelassen. Aber am Ende sollte man Geschichten so erzählen, wie sie waren und nicht, wie man sie gern hätte. Ich hätte gerne noch die andere Seite gefunden, auf dem Pilz. Also irgendwie wäre ich gerne rangekommen. Ah, du bist wieder eingeschlafen. Was, ich? Und ich sollte es dir gleich tun. Ja, das sollte ich wirklich. Das sollte ich wirklich. Doch jetzt erst einmal die Voraussicht auf das nächste Kapitel ist das Alexander. Ich weiß es nicht. Als wir Alexander kennenlernten in King's Quest 3, hatte er keinen Bart. Und nein, das kann er gar nicht sein. Der Graham ist ja noch viel zu jung. Der hat noch gar keine Frau, glaube ich, oder? Die Valenice hat er noch gar nicht kennengelernt. Das kann nicht Alexander sein. Es sei denn, es ist Zeitreise, Alexander. Sieht aus, als bräuchtest du einen Freund. Wir werden hoffentlich herausfinden, wer das ist. Es ist nicht Alexander. Ist er auf gar keinen Fall. Habe ich nicht bedacht. So, rechts sieht man jetzt, es hat sich verändert. Die beiden Pärchen sind immer noch im Käfig, also immer noch gefangen, in Anführungszeichen, obwohl wir am Ende alle befreit haben. Aber die Fräulein Schmiedin ist jetzt an unserer Seite. Wir müssen uns also für eine Person entscheiden. Anders geht es nicht. Und ich glaube, es war auch richtig so, denn wir haben die Pärchen alle noch beieinander gelassen. Das war okay. Und dann haben wir eben, ich sage immer Amalia, ich weiß nicht warum, ich mag den Namen auch, der ist wunderschön. So, und mit ihr sind wir dann quasi losgezogen und es war auch richtig, glaube ich. So, und uns fehlt nur noch die Seite der Logik oder des Nachdenkens oder des Hirns, was auch immer da auf dem Pilz liegt, die Seite fehlt uns noch. Ich weiß nicht genau, wie wir an die hätten rankommen können, ich weiß auch nicht genau die Ziege. Ich weiß gar nicht, wo wäre die Ziege gewesen, wenn die jetzt nicht hier im Krankenbett gewesen wäre. Es gibt nur 4 Zellenbilder. Das heißt, man hätte sich entscheiden müssen zwischen Bramble und der Ziege. Also eins von den beiden. Einer von den beiden wäre dann, naja. Tja. Das war nun also wirklich Kapitel 2. Dann sage ich nochmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Die Credits haben wir ja schon gesehen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei Kapitel 3. Dauert ja nur 50 Jahre, bis das nächste Kapitel kommt und wahrscheinlich werde ich zwischendurch immer wieder gefragt, wann kommt denn die nächste Folge? Die nächste Folge kommt erst, sobald Kapitel 3 erscheint. Bitte nicht immer fragen. Ich weiß es selber nicht, wann das nächste Kapitel rauskommt. Wir sind ja abhängig von den Programmierern und dann geht es hoffentlich mal wieder ein bisschen an die Oberfläche und nicht immer dieser dröge, graue der weiß es schon. Hoffentlich kommen wir dann wieder ein bisschen raus und dann bin ich gespannt, was hat es mit diesem ominösen Kobold auf sich? Es kann definitiv nicht Alexander sein, wäre schön gewesen, aber ob Manny Manninen ist, ich glaube, das könnte tatsächlich hinkommen. Warum sollte er sonst so einen komischen Namen haben? So einen sehr auffälligen Namen. Also, lassen wir uns überraschen. Bis zum nächsten Kapitel. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in Bälde wieder in Kapitel 3 und oder bei einem anderen Let's Play. Bis dahin, Dankeschön und ciao mit Kaku. Ja, euer Gronkh. Tschö.
Tschüss. Jetzt nochmal tschüss. Wie kriege ich alle Seiten? Verdammt. Verdammt, wie kriege ich alle Seiten? Mist. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Jetzt aber tschüss.